Tja, wie kommen wir denn jetzt an den Wachen vorbei? Darunter schläft General Piepmatz. Es macht Sinn, dass es eine Flagge ist. Heilige Mutter Gottes, sie werfen mit Bimssteinen. Bimssteine? Nein. Johnny. Nein, ihr verdammten Bastarde. Abgrund. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Nicht. Schade. Okay. Wollen wir hier noch irgendwas anderes machen? Damit kann man nichts machen. Sicher? Dieser Weg führt direkt in den Abgrund. Tja, zum Hangar können wir zurück. Ist jetzt ja schon mal die Idee, vielleicht können wir ja. Oh, es klappt, scheint zu klappen. Klarlack in den Kaffee füllen. Kaffee ist fertig. Sehr schön. Ich nehme Kaffee mit. Vielleicht können wir damit irgendwas anrichten. Vielleicht können wir irgendwie. Ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind. Aha, vielleicht. Das mache ich nicht. Vielleicht. Das mache ich nicht. Vielleicht. Nein, jetzt ist nicht die. Vielleicht. Warum sollte ich das tun? Einfach so. Tja. Ach, wir haben Hämmerchen. Sekunde, wir haben doch mit dem Hämmerchen. Was macht man mit dem Hämmerchen? Er hat doch ein Knie. Ja, Sekunde. Ist ein bisschen gemein, aber. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Ui. Oh, wir haben ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ah, das Ausrufezeichen sieht aus wie ein Schuh. Ah, okay. Das macht Sinn. Schuhabdrücke. Verschmiert das Ausrufezeichen. Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe. Discord macht hier im Hintergrund die ganze Zeit Laute. Sorry, ich habe noch nicht herausgefunden, wann das, warum Discord Laute macht. Okay, wir haben eine schwarze Farbe. Vielleicht können wir. Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht. Genossen. Verzeihung. Ich habe genossen. Das mache ich nicht. Wieso nicht? Impf mal ein paar. Die Wachen Abgrund lenken. Tja. Flagge wieder nehmen. Es ist für alle besser, wenn. Puh, das war knapp. Tja, jetzt steht da eine Wache. Ich könnte versuchen, ihn zu überwältigen, aber ich bin kein Freund von Gewalt, obwohl ich ein Freund von Laura bin und die ist ziemlich gewalttätig. Also bin ich indirekt vielleicht doch ein Freund von Gewalt, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Nein. Ich sehe das schon, dass nicht. Wir müssen die. Müssen doch todsicher die Wachen irgendwie so umstellen, damit wir da durchkommen. Das ist
Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Tja... Jetzt ist das Spiel verbuggt. Nein. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. Und die Spuren führen im Kreis. Klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ist doch so ein Mist. Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind. Und wie kommen wir an der Wache vorbei? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Tja... Ja, also... Haben wir noch einen Speicherstand, wo wir... Versuch's nochmal. Ich habe nämlich so den Verdacht... Sein war jetzt Autosave. Ich habe nämlich so den Verdacht, dass wir hier... Verschwindendes Ausrufezeichen, dass wir was falsch gemacht haben. Ah, das hat jetzt gespeichert. So ein Mist. Haben wir Spiel verkackt. Spiel vorbei. Okay. Die Wache steht jetzt mit einer falschen Stelle, da können wir jetzt hier nicht. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Als ob. Wie können wir die denn jetzt... Ah, okay. Wachen bewegen sich. Vielleicht können wir die jetzt noch... Und das war nämlich ja meine Idee. Wenn es hier kein Wache steht. Ich habe wunderschöne Spuren gestempelt. Sehr schön, und jetzt hier. Oh Mann. Immer schön den Spuren nach. Was habe ich getan? Sehr schön. Jetzt kommen wir dahinter. Zum Zugang. Stehen geblieben. Oh Schreck. Bist du das auf dem Plakat? Natürlich dann nicht. Dann müsste ich dich nämlich verhaften. Nein. Nein, ich, wenn ich hier stehe, kann ich ja nicht der Typ auf dem Plakat sein, oder? Oh, mein Gehirn tut weh. Was machst du da? Ich guck nur. Dann ist ja gut. Aber nichts anfassen und keine Fotos. Kann man nicht dran kleben? Was machst du da? Dann ist ja gut. Aber... Was ein Mist. Wache. Mit der Wache reden. Hallo. Ich kann nicht ablenken. Ich muss mich konzentrieren. Natürlich. Hey, Bürschchen, was glaubst du, was du da machst? Ich wollte nur durch diese Tür da. Nein,
Der Befehl ist, niemanden reinzulassen. Die Tür führt zu einem Labor. Ich wette, dort finde ich Laura. Treppe? Eine endlos hohe Treppe. Ich glaube, sie führt aus der Höhle raus. Wir müssen irgendwie ins Labor kommen. Hey, was hast du da vor? Treppenprüfungskommission. Ich wollte diese Treppe nur auf Stufen prüfen. Aber da war doch schon gestern jemand da. Nicht hochgehen. Als ob. So, vielleicht können wir... Hey, ich bin eine, Wache. Kann nicht sein. Wenn du eine Wache bist, was bin ich dann? Der Gesuchte. Wirklich nicht? Können wir wirklich hier nicht das Plakat aufhängen? Was machst du da? Ich guck nur. Dann ist ja... Hey, Plakate abnehmen verboten. Ich hab nur geguckt. Ich hab nichts angefasst. Du siehst ein bisschen aus wie der auf dem... Das, ist mein böser Bruder. Ach so. Okay, und kriegen wir den jetzt hier... Komm rein, Puppe. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Das bringt doch nichts. Tja. Notiz. Ich habe hier eine Nachricht für dich. Schau mal da drüben. Schau mal da drüben. Was soll denn da sein? Ich erkenne gar nichts. Da drüben? Vielleicht sehe ich es ja, wenn ich noch ein bisschen hingucke. Ja. Geniale Wachen. Jetzt mal schnell. Oh. Wache gesucht. Wow. Das hätte ich nie von mir gedacht. Ja, dann nehme ich mich wohl besser mal fest. Ja, das sollte ich tun. Passt du hier so lange auf die Eingänge auf? Na klar. Klar. Mach ich doch gern. Treppe hoch. Ui. Thronsaal vom... Ach du Schreck. Ich bin wieder im Thronsaal? Oh, bitte nicht. Da werden Erinnerungen wach. Da drüben steht meine Schlafbank. Und da hinten ist meine Traumecke, in der ich immer gesessen und mir vorgestellt habe, dass... Alles nochmal von vorne. ...der keine Traumecke braucht. Aber das hier ist neu. Sieht aus wie Asposien, nur dunkler und... Ohne Leben. Ich habe ein besetzt. Gefühl. Nein. Oh nein, ich will nicht wieder hier bleiben. Okay. Will nicht wieder das Abenteuer von vorne beginnen. Wie komme ich hier raus? Da war ein Klicken hinter dem Gemälde. Ach du Schreck. Okay, ein Modell. Kann ich nicht mitnehmen. Ist doch viel zu deprimierend. Ein Modell von Asposien, aber es sieht anders aus. Finster, traurig, ordentlich. Hausapotheke. Nur zwei Fläschchen sind noch voll. Conroys Antischuppenfischöl und seine K.O.-Tropfen. Ach du Schreck. Werden immer mehr. Ich muss mich beeilen. Gemälde. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde, aber es ist riesig. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Schreck das nach. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Kronleuchter.
Pompös und nobel und zu weit weg. Pompös und nobel mit einem großen... Tja, Balkon, hier war Stacheln. Aha, okay, hier haben wir den Thron. Autsch. Man merkt, dass dieser Thron Conroy gehört. Okay, wir haben eine Sprungfeder, eine Stachel, wir haben K.O.-Tropfen, wir haben Fischöl, am Asylmodell, Basylmodell, Conroy Handpuppe, Lauras Notiz. In den Balkon. Zu gefährlich da draußen und zum Runterspringen zu hoch. Okay, hier noch irgendwas Kunstwerk. Oh, jetzt habe ich Kunst kaputt gemacht. Hey, da ist ja Conroys Puderzucker drin. Nein, ich nehme das nicht einfach so. Mit meinem Conroy hat mir das... Er fand es... Ich habe eh... Können wir irgendwas vielleicht... Nein, das will ich nicht bestäuben. Nein, das will ich nicht bestäuben. Bitte bestäuben. Okay, das Gemälde müssen wir uns irgendwie angucken, aber ohne Spuren. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Mhm. Eine Spur. Conroys Thron. Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Conroy, eindeutig. Nochmal setze ich mich da nicht drauf. Okay. Warte, das Protokoll können wir doch bestimmt mitnehmen. Mit der Puppe. Tja. Da hast du dein altes Hausmittel, Conroy. Okay, jetzt haben wir eine ganz schmutzige Handpuppe. Vielleicht... Können wir damit irgendwie was basülen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird nicht klappen. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nein, die... Das war doch jetzt geraten, oder? Na sicher. Dann können wir alles andere auch noch mit reintunken ins Puderzucker. Oh, okay. Ein weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Ich glaube nicht. Die Augen sind größer, wenn wir jetzt die Augen mit dem Gemälde. Nur mal so als Idee. Ui. Gewischt. Ui. Ha, Fingerabdrücke. Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Die habe ich schon gesehen. Die könnte ich nicht benutzen. Stachel vielleicht. Nein, Stachel in den Hals. Ui. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Ab in den Hangar. Dann geht's wieder hinunter. So, jetzt haben wir noch zusätzlich K.O.-Tropfen, Fischöl und eine Sprungfeder bekommen. Jetzt gehen wir ins Labor. Ui, was sind wir hier hineingeraten? Ist das dein Vater? Ja, ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. Papa. Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr an.
Und er wird es eh nicht merken, also... Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh dann mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. Okay, er tut ja, also er wird hier gezwungen, über die Sache hier und mit den die Sachen Basyn herzustellen. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, Papa, kannst du mich hören? Das hatten wir, glaube ich, schon. Er mit dem Alarmknopf. Wir müssen diese Blitze abstellen. Ja, bevor sein Gehirn komplett getrostet wird. Wir haben eine Hand. Können wir mit der Hand die Hand nehmen? Okay, wir haben eine Faust. Oh, nur so eine Idee. Wir haben eine Faust mit Sprungfeder. Eine Faust? Schönes Spielzeug. Sie in den Briefumschlag rein. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um so zu albern. Das ist ein Brief, den man öffnet, so eine Postkarte, so diese Idee, die ich da boxt. Die aufmachst. Dr. Remi Nepo, können Sie das hier gebrauchen? Das hatten wir doch schon zweimal. Hoppla. Okay, mechanische Hände haben wir hier. Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Nicht? Bestimmt lustig. Die Arme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. Tja, ja, so ein bisschen um mit seinen mit den Gedanken, aber so ein bisschen Zuckungen hat er ja. Ein bisschen Bewegung macht er ja. Dann können wir... Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Vernünftig. Ein Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Okay, wir haben ein Loch. Da war mal ein Knopf. Jetzt ist da nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. Haben wir irgendwas, was als Knopf reinstecken können? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um... Ein Gitter. Oh. Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive, aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. Tja. Oh, hier haben wir einen Knopf. Ich komme nicht ran. Mit der Faust vielleicht? Warum sollte ich das tun? Um den Knopf zu nehmen. Knopf zu drücken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Häschen hier. Ich komme nicht ran. Okay. Ah, hier führt also der Aufzug hin. Okay. Knopf. Das kann ich nicht verwenden. Eine Fliege. Der seltsame Typ jagt sie, aber ich wette, wenn er sie erwischt, ist er traurig. Aha, Fließbänder. Die Basilenteile, die Remi Nepo baut, werden darauf transportiert. Es hat was Beruhigendes, wenn man sie eine Weile lang anstarrt. Das stimmt. Warte kurz. Aber das Labor... Er ist leer. Ui. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Vielleicht können wir... Und dann können wir den Knopf immer noch nicht drücken. Und dann haben wir irgendwas in der Puppe. Warum sollte ich das tun? Können wir hier irgendwas finden, womit wir den Knopf drücken können? Fließband, Anschlüsse.
Aha. Mit unserer eigenen Flötennase können wir doch bestimmt. Ja, können wir irgendwas damit verwenden? Okay. Na, es hat ja wohl nichts gebracht. Ich dachte, das wischt ihm eine weg. Verdammt, fast. Und wir haben K.O.-Tropfen vielleicht. Natürlich. Okay, Hand mit K.O.-Tropfen vielleicht. Die perfekt. So, rein damit. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Rein damit. Und durchs Gitter gucken. Und jetzt noch schnell mal, ja, Aufzugsknopf. Geht er vielleicht kaum. Okay, er schläft. Sehr schön. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Oh ja. Ui. Ein Diamant, ein... Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Ja, aber wo? Mist. Wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Ein Diamant, wo zum... Ja, wie zum... Diamant... Geht's um? Er schläft da unten. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Ja gut, ich würde mal sagen, beende ich das hier gerade, diese Aufnahme, diesen, vielleicht den Stream, vielleicht, ja, dieses Ding. Okay, wir müssen den Diamant besorgen im nächsten Stream. Es ist jetzt hier auf jeden Fall schon ziemlich final. Das soll es für heute gewesen sein. Da bin ich nach oben auf YouTube. Soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Stream. Bis dahin. Das bringt nichts. Er wartet auf den Diamanten. Okay, den Diamanten finden wir im nächsten Part. Bis dann und ciao.